Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Ja, wir haben den ersten Orden hinter uns und jetzt geht's weiter. Jetzt gucke ich mal. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen vergrößern. Wo könnte ich denn als nächstes hin? Ich könnte mich hier hin, der Weg der Champs. Oder der Legenden. Ich könnte auch schon den ersten Straße der Sterne machen. Oder ich begebe mich schon zur nächsten Arena. Was haben wir hier? Hier scheint irgendwas zu sein, aber ich weiß nicht was. Aber ich will mich erstmal. Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal den Pfad der Legenden. So. Oh, da haben wir nochmal zwei neue Pokémon für meine Sammlung. Eine Heuschrecke. Du bekommst nur Klaps auf den Hinterkopf. Gewissheit. Okay. Und natürlich hole ich mir Pokéball. Einfach nur Pokéball. Oh. Dann muss ich wohl einen Superball einsetzen. Ja, okay, mit dem Superball hat es geklappt, komischerweise. Mitrikale. Sein drittes Beinpaar ist eingeklappt. In einer Notlage kann es dank dessen Kraft mehr als 10 Meter weit springen. Nein. Oh. Wuffels! Wuffels! Oh, geil! Hallo, Wuffels! Du kriegst einen Klaps auf den Hinterkopf. Oh, nee! Das ist nicht sehr effektiv. Oh, Doppelteam! Oh! Den Wuffels nicht besiegen. Ey, was soll das denn? Wuffels? Silberblick. Oh. Verteidigung ist gesund, aber jetzt müsste es klappen. Drei. Ich hab einen Wurfels, ich hab einen Wurfels. Das heißt, ich müsste den noch dreimal fangen. Wegen Wurfels ist sehr zutraulich. Solange es jung ist, mit dem Alter wird es zunehmend wilder, doch es bleibt seinem Trainer auf ewig verbunden. Nein. So. Wo war jetzt Mackie? Da! Aus der Kanto-Region, das Pokémon. Ja. Komm, Klaps. Immer nur ein Klaps. Oh, das war gut. Oh, Geowurf. Jetzt ist ein Pokéball. Und? Erfolgreich? Ui. Irgendwie scheint Klaps immer ein guter. So. Noch ein Pokémon. Es lebt mit Artgenossen im Baumkrumm. Verliert es sie aus den Augen, wird es vor Einsamkeit sofort zornig.
Nee. Okay. Und eine Ziege. Makel. Test ich mal, ob ich es auch so fangen kann. Wow, ohne Schaden. Jo, gefällt mir gut. Okay. Bis vor kurzem ritten die in den Bergen lebenden Menschen auf dem Rücken dieses Pokémon, um sich auf dem Bergpfad fortzubewegen. Nein. Oh. Oh. Ach, und wieder ein. Dich habe ich schon vor der Akademie gesehen. Du bist vor kurzem hierher gezogen, nicht wahr? Akademie-Schüler Björn fordert dich heraus. Oh, ein Datil. Okay. Also was? Wir verklappen dich. Wir verklappen dich. Ach. Also was? Du kriegst noch eine Flügelschlacht dazu. Okay. Und klapp's nochmal, weil es so schön war. Akademie-Schüler Björn wurde besiegt. Was für ein stürmischer Neuzugang. Oh, Nebulak. Mit physischen Attacken gut klar. Das ist was wir nutzen. Wir testen mal Flügelschlag. Oh! Aber. Oh, Wuffels! Das wilde Wuffels feiert uns an! Danke, Wuffels! Es schwebt förmlich in der Luft. Okay, es hüllt seine Beute in seinen Gaskörper ein und schwächt sie, indem es sie nach und nach über die Haut vergiftet. Nein, will ich nicht. Nebulak wird in eine Box geschickt. So. Ja. Oh oh. Mit einem Rasierblatt abrasiert. Oh. Nächstes Pokémon. Dann nehmen wir Edgar. Los, Edgar. Tackle. Edgar, lass dich nicht von so einem kleinen. Oh, da ist das nächste Pokémon, was ich haben will. Das läuft gerade so schön da weg. Schlingel wurde gefangen. Je länger es Sonnenlicht tankt, desto intensiver werden die Schadstoffe in seinem Körper.
und umso bekannter fallen seine Attacken aus. Nein. Schlingel wird in eine Box geschickt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Pokémon es gibt. Und ich will ja auch in meine Sammlung haben, Dornfang. Ach, Vampi war das. Okay. Oh, Ruckzucki. Testen wir mal, ob ich damit schon fangen kann. 1, 2, 3. Pumpy wurde gefangen. Ja, das ist doch klasse. Lebt in Nissen, die es am Flussufer baut. Nach den Spielen im Schlamm muss es sich erst waschen, um sich wohlzufühlen. So, Fampi wird in eine Box geschickt. Nanu, starrer Lili entwickelt sich. Glückwunsch, dein starrer Lili hat sich zu einem starrer Via entwickelt. Da sie sich ihrer eigenen Schwäche bewusst sind, leben starrer Via stets in Schwärmen. Sind sie allein, stoßen sie laute Rufe aus. Pokémon Center. Oh, noch eins. Ruckzucki. Oh. Ich wechsle mal zu Staravia. Aus Sicherheitsgründen. Also ich glaube, diese Folge wird nicht so effektiv. Oh. Noch nicht. Benutzen wir mal einmal Tackle. Hat keine Wirkung. Oh. Benutzen wir mal Flügelschlag. Na gut, dann fangen wir es jetzt mal. So, dann haben wir es ja. Der Schlamm, der es bedeckt, besteht aus wiedergekäuter Erde. Dieser trocknet selbst dann nicht aus, wenn er lange in der Sonne ausgesetzt ist. Nein. Pampoli wird in eine Box geschickt. Bogen um euch. So. Nein, ich will nicht kämpfen. Auch wenn es schön ist.
da oben ein Pokémon Center? Also was, ich geh mal kurz zurück. Und so. Was? Na gut, dann noch einmal Pizza. Ach nö, jetzt hatte ich mir auch noch das Satiri weggehauen, ey. Einwechseln. So, dann versuchen wir es jetzt nochmal mit dem Pokéball. Ey, das hätte fast geklappt, ey. Boah! Alter, was hat der für eine Kampfkraft drauf? Das ist ja voll over 9000. Ficker. Es tut mir leid, aber nein. So. Jetzt bleib doch mal in deinem blöden Pokéball. Oh nö, jetzt hat er auch noch Edgar erwischt. Trauer um Edgar. Wie gesagt, gut, dass es keine Nuzlocke-Challenge ist. Alter, dann wäre meine Reise ja jetzt schon zu Ende. Dann müsste ich ja komplett neu machen, ey. Los, Pikachu. Echt traurig, dass sie den Sound von Pikachu nicht mit in die neue Edition mit eingebaut haben. Okay. Mhm. Ah, den hatte ich noch nicht. Für Triftlon wurde ein Eintrag im Pokédex sammelt. So manches kleines Kind soll schon verschwunden sein, weil es ein Triftlon festhielt, das es mit einem Ballon verwechselt hatte. Nein. So. So, kleiner Auflauf. So. Hallo, willkommen beim Pokémon Center. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Das brauche ich ja jetzt nicht immer vorlesen. Ey. Das ist doch mal klar. So, jetzt will ich aber die Folge mit dem Ziel machen, das ich mir vorgenommen habe. Ich muss jetzt auch mal gucken. Hast du schon mal eine Lichtsäule gesehen? Die sieht
man auch ganz weit weg. Akademie-Schülerin Rosa fordert dich heraus. Choupette. Oh, oh, das könnte gefährlich werden. Kampf. Flügelschlag. Oh, schon fast besiegt. Aber nur fast. Verteidigung von Quatschend. Und nochmal. Flügelschlag. Schülerin Rosa wurde besiegt. Ach nö, ach, ich bin geblendet. Ach. Armes Tuketuk. Sonnentag. Habe ich? Ich glaube, habe ich schon. Wollte er nicht aufnehmen? Auch schon. Enton habe ich schon. Oh. Immer gucken. Arena. Die westliche Zone 1 wird vom Wind beherrscht. Wusch, wusch! Akademie-Schüler Pablo fordert dich heraus. Jetzt Blutzock ein. Oh! Ja, schon, dass Blutzock keine Chance hat. Wenn ich einmal Flügelschlag nutze, dann war's das. Haha, ich wusste es doch. Wurde besiegt. Jetzt nimm mir doch den Wind nicht aus den Segeln. Was haben wir denn da? Das ist mal was anderes. Das sehe ich sofort. Da komme ich jetzt noch nicht hin. Das ist eines von den seltenen Pokémon. Doch, da komme ich hin. Entschuldigung, Anton, dass ich dich aufgeweckt habe. Oh, hier haben wir... Oh, ich kümmere mich gleich. Ich will das Pokémon da haben, was so schön leuchtet. Oh, das ist... Hat schon eine Kristallisierung auf sich. Oh, Vegeta-Kristall-Pokémon fangen. Kristallisierte Pokémon können nicht gefangen werden. Wenn du sie fangen möchtest, musst du erst ihre KP verringern und so ihre Terra-Kristallisierung auflösen. Heißt also, wir müssen erst mit Kampfwagen. Und zwar mit Klaps. Oh. Flügelschlag. Oh Mann! Und jetzt noch einmal Aquaknarre. Okay, damit der Quack nicht
besiegt wird, habe ich halt noch einen Trank rein. Oh, Trank. Oh. Ah, bringt er nicht. Oh, doch. So, jetzt nochmal Aqua. Genau, bei dir. Und jetzt bei dir. So, jetzt müsste er eigentlich... Ja! So, und jetzt kann ich es fangen. Jetzt. Direkt beim ersten... Ruckler ist da drin, ey. Barmelin wurde gefangen. Barmelin hatte ich auch noch nicht. Nee, den hatte ich noch nicht. So, es lässt seine Route wie ein Schiffsschraube rotieren, um sich im Wasser fortzubewegen und Algen zu zerschneiden, die ihm, die an ihn haften. Boah, das ist gut. Oder was? Kami-Hubs, habe ich dich schon? Ich bin Kami-Hubs! Ja, ich weiß Kami-Hubs. Jo, ich hab dich schon. Aber dich habe ich noch nicht. Das weiß ich. Klaps. Was, wir setzen noch den und ein. Wow, Blick wurde gefangen. Ein Level 15 Pikachu. So, es erzeugt Strom, indem es mit seinem Schwanz wedelt. Bei Gefahr warnt es seine Artgenossen, indem es seinen Kopf aufblinken lässt. Nein. Oh, Blinky wäre am besten gewesen. Gab es auch noch ein Pokémon, das ich unbedingt haben will? Mal gucken, was haben wir denn da? Gespenstmünze. Ach, du warst das. Nehmen wir mal. Flügelschlag oder Tutu. Oh, das sogar. Oh oh. Muss ich mir bald manche Pokebälle kaufen, ey. Wie gehen die Pokebälle wieder aus? Sagt nur daran, dass ich zu viele Pokémon eingefangen habe. So. Seine Fußspitzen schwimmen dank der Psychokräfte, die von dem Rüschen an seinem Bauch ausgehen, knapp ein Zentimeter über dem Boden. Nein. So. Muss ich erstmal gucken, was wir hier noch haben. Einen Superball, einen einmal Tafelwasser. Und der nächste Trainer, der gekannt. So, wo haben wir denn jetzt den nächsten? Hä? Hier ist eine. Den hatte ich noch nicht. Der soll angeblich hier sein? Irgendwo. Oder da oben. Bevor ich gegen dich kämpfe, mache ich auch mal einen Stopp beim nächsten Pokémon Center. Oder weißt du was, ich kämpfe noch gegen dich.
Hey du, ich bin per Anhalter unterwegs. Kannst du mich auf deinen Reit-Pokémon mitnehmen? Bist du sicher? Nee. Tarnpinkler. Oh! Der stammt doch aus der Galar-Region. Flügelschlag. Oh, das war ja ein schwaches Pokémon. Okay. Pinkler wurde besiegt. Backpacker wurde besiegt. Deine Pokémon haben mich ganz schön mitgenommen. So, jetzt kann ich. Ah, das war jetzt mehr so eine Pokémon-Sammelaktion. Die Folge. Okay. Hallo, willkommen beim Pokémon Center. Soll ich deine fleißigen Pokémon wieder fit machen? Pokémon Heim. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Oh, das noch. Das noch. Fertig. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte wäre uns bald wieder. Und bei dir kaufe ich nochmal einige Pokebälle. Mir gehen die Pokebälle wieder aus. Ah, kein Thema. Was? Die gehen schon wieder. Die hast du mit meinen Kollegen erst welche gekauft? Oh. Ah, die Pokémon. Über alles. Mit Geld bezahlen. Vielen Dank. Hier hast du deine Ware. Ist zu viel. So. Gibt es noch etwas, womit ich tun kann? Abbrechen. So. Oh, jetzt fängt es auch mal an zu regnen hier. Dann bleibe ich lieber hier drunter. Ey. Und zwar. Bis zur nächsten Folge von Pokémon Kamisen. Also. Ja, das war's mal wieder. Eine Folge von Pokémon Karmesin. Diesmal war sie nur fanglastig und ein bisschen. Aber das macht ja nichts. Das gehört ja auch zu Pokémon. Und will ja auch den Pokédex vervollständigen. Ja, wie gesagt, das war's mal wieder. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Euer Korgandu bei einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Tschüss, Sikorsky.